Wir haben nun auch die Schlacht um West Hyrule gewonnen und Riju sowie Teba freigeschaltet, die aus der Zukunft kamen, genauso wie Prinz Sidon und Yunubo. Nun wollen wir Riju noch etwas besser kennenlernen und vor allem verstärken. Geliebtes Gelb, ein Gerudo-Mädchen, das die Farbe Gelb mag, hat dich darum gebeten, ihr alle gelben Sachen zu bringen, die du nicht mehr brauchst. Dir fällt sicher etwas ein, das ihren Geschmack treffen könnte. Erstmal den ganzen Kleiderschrank leerräumen, bin ne? Bin ich stärker geworden? Das Mädchen war höchst erfreut über die gelben Materialien. Später bot seine Mutter an, den vereinten Streitkräften beizutreten. Offenbar ist sie die Kommandantin eines Gerudo-Regiments. Uiuiui. Aber warum nicht, ne? So, Connections sind nie verkehrt. Neues Herz für Riju. Das Beziehungsseminar. Ah ja, Riju und ich glaube, wir treffen uns dort. Du sollst Materialien für die Gerudo besorgen, die am Beziehungsseminar teilnehmen. Du fragst dich allerdings schon, wofür sie diese Materialien verwenden. Oh, da sind Bananen dabei. Ja, wofür werden sehr die verwendet? Gut. Als Dank für die Materialien darfst du am Beziehungsseminar teilnehmen. Zu deiner Überraschung handelt es sich um Kampftraining. Muskeln zählen auch auf dem Schlachtfeld der Liebe. Ah ja. Alles klar. Level up für Gerudo. Schön. Der wilde Talisman. Ein Gerudo-Kind möchte einen sehr effektiven Talisman für seine Sandrobbe basteln. Wenn man ihn aus einem ganz bestimmten Material herstellt, könnte es den gewünschten Effekt haben. Freut mich sehr. Jetzt höre ich nicht auf. Der wilde Talisman. Das Kind legte den Talisman, in dem ein Teil eines Leunen enthalten war, um den Hals seiner Sandrobbe und schwor, Gerudo-Stadt vor den Monstern zu beschützen. Ehrenbruder. Ja, ich merke sogar, dass sie hier verschiedene Moves hat, je nachdem, ob sie am Sprinten ist oder nicht. Lässt sich bestimmt auch noch erweitern. Auf zur Gerudo-Hochebene! Befürchtend, dass die Statue der Kriegerin von der Verheerung zerstört wurde, möchte eine Reisende zur Gerudo-Hochebene aufbrechen. Hilf ihr mit kälteresistenten Materialien aus. Hier hast du. Sehr gut. Die Reisende, die Kälte der Gerudo-Hochebene gefürchtet hatte, nahm deine Materialien dankbar an. Wie es scheint, möchte sie dort nach der Statue der achten Kriegerin suchen. Ah, ich erinnere mich, da gab es auch mal so eine Quest in BOTW, ne? Ja, ja. Jetzt schon die zweite Ebene, die zweite, ihr wisst schon, Spezialleiste, fühle ich. Neue Angebote im Schönheitssalon. Der beliebte Schönheitssalon in Gerudo-Stadt sucht Hilfe bei der Entwicklung eines neuen Service. Viele müde Kriegerinnen entspannen sich im Salon, finden also einen Weg, ihn zu unterstützen. Oh, crazy shit. Das kostet zwar ziemlich viel, aber wird Urbosa eine zweite Spezialleiste bringen. Und ist somit eine sehr, sehr nützliche Sache. Endlich stehen genug Ressourcen zur Verfügung, um einen neuen Service anzubieten. Nun werden weitere Massageeinheiten angeboten, auf die sich auch Urbosa zu freuen scheint. Ja, nice. Und das hier, ist das eine Titan-Mission oder wird stärker? Einfach stärker. Wüstenpatrouille, der Titan Warner Boris soll durch die Wüste patrouillieren, doch viele betrachten den möglichen Nutzen skeptisch. Besiege ein gewisses Monster als Beweis für den Nutzen dieser Mission. Ja gut, da musste ich jetzt mehrere besiegen, aber hauptsächlich ging es wohl um die Moldora. Tja, das war eine reife Leistung. Und das haben wir geschafft. Alle sehen den Siegesbeweis und erwarten gespannt die Rückkehr der Wüstenpatrouille. Der Kampf gegen diesen mächtigen Gegner machte den Titanen Warner Boris sogar noch stärker. Die Spannungsleiste lädt sich schneller automatisch auf. Okay, krass. Hier haben wir Rijus Training. Und das machen wir natürlich sofort. Rüsten aber den neuen Schatzzaum Zeug Dingens aus. Weil das unsere stärkste Waffe aktuell ist. Mit ihr. Und legen los! Nicht verwechseln. Die Attacke mit der Sandrobbe ist nicht der Sprint, der da gerade gemeint war.
sondern tatsächlich nur der Sprint Rijus alleine. Und ich blicke zwar bei ihren Kombos immer noch nicht richtig durch, aber ich finde es einfach schön anzuschauen, wie schnell sie abgehen kann. Und dieser Angriff mit der Sandrobbe und dem Blitzen, ich glaube, das ist ihr stärkster. Also zumindest kommt es auch so rüber. Oh, hallo Moblin. Los, Patricia. Auf den Weg. Wie die Sandrobbe sie gerade angeguckt hat. So völlig so selbstverständlich. Ja, wir machen den jetzt platt. Hat halt nicht ganz gereicht, weil vom Level-Up sind wir genau even mit den Anforderungen. Dann kannst du halt nicht so einfach one-hitten, aber es läuft. Ich mach mir da keine Sorgen. Die ersten 100 Kills sind auch schon vollzogen, aber irgendein Feuermonster ist gekommen. Um welches handelt es sich denn? Meine Stäbe sind, denke ich, noch voll aufgeladen, also werde ich die auch mal nutzen. Ah, und ich habe auch noch gar nicht so häufig das Parasegel eingesetzt, aber man sieht, das kann sich lohnen, gerade so gegen einen starken Gegner, denke ich. Sieht mir nämlich aus, als wären das schöne Shieldbreaker-Moves. Ja. Elektro-Exalfoss. Wo bist du denn? Hier steht zwar ziemlich viel Zeugs rum, aber außer ein paar Dullis und Metallkisten sehe ich nicht viel. Es ist aber auch krass dunkel. Nach wie vor ist Rijus nicht die stärkste, aber die schnellste, gefühlt. Wobei, wird es wahrscheinlich auch sein, ja, doch, definitiv. Und wenn sie im Flow ist, ist es auch sehr schwer, sie zu treffen. Bei einer Horde wie dieser hier lohnt sich Patricia, denke ich, sehr stark. Aber es reicht noch nicht, um Kills mit ihr auszuführen. Also du kannst die Gegnerhorden zwar beiseite schaffen und tatsächlich auch ein paar aufgreifen und mitnehmen, aber man sieht es ja hier rechts, es sterben nicht so viele. Und die jetzt sterben, die sterben nur, weil sie vorhin schon Schaden gefressen haben. Also Patricia ist kein Killmove, sondern eher so eine Brechstange, um reinzukommen in ein gegnerisches Lager oder einer Gegnermasse wie hier. Ich spare meine Ultis jetzt extra, weil ich mir schon denke, dass da noch ein Kampf kommt. Wahrscheinlich gegen Urbosa, könnte ich mir gut vorstellen. Was ähnliches hatten wir ja auch bei Unobos Training. Da ist dann auch noch Daruk aufgetaucht. Ich glaube, das wird hier ganz genauso sein. Und auf einmal ist keiner mehr da. Was ist da los? Machen wir es halt so, ne? Okay, nicht Urbosa, aber ein schwarzer Moblin erscheint. Gut. Machen wir kurz den Prozess. Wobei es auch da ohne Bruch wohl nichts wird. Okay, dann zimmern wir ein bisschen rein, holen uns die Gerudo-Kriegerin Unterstützung und hauen die zweite Ulti raus. Wenn wir das jetzt nochmal machen, vorhin, dann schaffen wir es sogar ohne den Bruch. Yeah! Entspannte erste Nebenmission mit Rijus. Ich glaube, ich werde die Kombos nicht auswendig lernen. Aber muss man auch gar nicht. Sie ist so schnell. Mit ihr trifft man immer. Das ist das Nice. Können eigentlich genauso weitermachen. Oha, neuer Stuff erschienen. Eine weitere Mission für Rijus. Rijus, die zukünftige Königin. Zeitlimit. Gegen Yiga. Joa, also
Mehr Geschwindigkeit braucht sie ja nicht. Aber mehr Schaden wäre ganz gut. Und Spezialangriffsleiste füllen. Schmackhaft zu sein. Das ist ebenfalls nice. Köstlich. Nehmen wir das in der Kombination. Und rein in den Aal. Durchaus. Ja, bist auch der Meinung, dass das keine einfache Mission wird, ne? Ja, wagt ihr es mich zu verspotten? Ja. Da kommt schon der erste Jägeroffizier. Und versucht hier Stress zu machen. Aber gerade mit der Blitzattacke können wir super schnell unsere Spezialangriffsleiste auffüllen. Los, Patricia. Gerade auch im Verbund mit dem Essen, was wir uns zugeführt haben. Ich glaube, das wird ein Schlüssel sein. Müssen halt auch viele Gegner auf dem Feld stehen, ne? Ist klar. Aber genau das ist ja auch das Ziel. Besiege die Jäger. Ich glaube, da zählt wirklich jeder Einzelne dazu. Nicht nur die Anführer. Die werden wir immer neue Truppen freischalten, wenn man sie besiegt. Was mit dem Kumpanen hier jetzt auch geschehen ist. Yo. Eine wahre Gerudo verliert nie. Alter Schwede, ihre langen Haare. Voll krass. Aber ich muss echt sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich Rijo mal in einem Game spielen könnte. Das ist echt nice. Das ist ja nicht nur irgendein Jägeroffizier hier. Das ist super. Ja, genau so. Stas ist wegen ihrem Sprung jetzt leider ein bisschen zu spät aktiviert, aber dann nehmen wir eben Reis aus. Was nicht so ganz funktioniert hat, weil er ähnlich wie Link in seinem Master Sword die Möglichkeit hat, ja, einen Schwertlaser abzufeuern. Dann würde ich sagen, ignorieren wir Super jetzt erstmal. Und killen die restlichen Truppen, um unsere Spezialangriffsleiste aufzuladen. Und bei ihm dann wiederum zu entladen. Er verfolgt mich aber die ganze Zeit. Na gut, dann komm doch mal her. Du denkst wohl, ich hab dich nicht im Blick, oder? So dumm bin ich auch wieder nicht. So. Das ist das Maximum von dem, was ich hier jetzt rausholen konnte. Jetzt lieber schnell davon. An der Karte schön orientieren, wo noch ziemlich viele Gegner rumstehen und die dann halt besiegen. Es sind ja noch 8 Minuten. Aber man sollte sich bei den Zeitmissionen wirklich niemals sicher fühlen. Das ist eine Sache, die habe ich bei der Vandaboris Titanenmission gelernt und das sollte auch Mann, so weitergeführt werden. Ein Nachteil mit Rijo, den ich gerade bemerke, ist, wenn sie gerade in einer Kombo ist und es braucht ziemlich lange, bis ihre Kombos zu Ende sind. Ja, er verschwindet wieder. Ah, der kommt später bestimmt zurück. Ja, jedenfalls, wenn Rijo in der Combo ist, gerade wenn sie auch in der Luft ist und springt, du kannst das halt nicht abbrechen. Also dann geht das nicht, plötzlich ein Stasis-Modul oder so zu verwenden oder generell eine Shika-Technik. Es ist leider nicht drin. Das ist eine Beeinträchtigung, die gerade beim Brechen nicht unwesentlich ist. Ja, muss man sich dessen bewusst sein. So, es kommen 2 neue Anführer. Denen muss ich mich leider stellen, ob ich will oder nicht. Und jetzt haben wir wieder die Situation, ich habe erkannt, dass er Stasis braucht. Aber ich glaube, es war zu spät, weil ich da in der Luft war. Ja, so ist es. Ja, es ist blöd. Weil sie soll ja eigentlich auch so gespielt werden, dass du da wie ein Wilder umher springst. Aber ich darf das gerade eigentlich nicht tun.
Immerhin der Attackenhagel sitzt und jetzt können wir beide in einer Ulti schädigen. Die sind zwar nicht stark. Aber mit irgendwas müssen wir arbeiten. Das reicht halt nur nicht, ne? Okay, wie wär's mal mit Parasegel verwenden? Da meinte ich ja, das wäre ganz gut zum Brechen, aber ich war noch zu hoch. Vielleicht nicht sofort attackieren, sondern erstmal ein bisschen warten. Eine wahre Gerudo verliert nie. Und dann kurz bevor man landen würde, anfangen zu attackieren. Das könnte auf jeden Fall hinhauen. So, jetzt schnell kill ihn. Weil die Zeit wird nach und nach wieder zum Thema. Und ich denke, Super wird auch bald zurückkehren. Der wird ja nicht nur kurz vorbeigeschaut haben. Bitte was? Jetzt sind es 3 neue Anführer? Okay, die haben aber auch richtig viele neue Jägerkrieger mitgebracht. Pack den Blitz aus! Ja, oder so. Das sieht auch gut aus. Shit. Der Gegentreffer allerdings nicht. Alter. Die machen zu dritt natürlich brutal viel Schaden. Und man sieht die ja auch nicht immer. Daher echt gefährlich. Bin jetzt nicht sicher, wie viele Anführer ich mit meiner Ulti erwischt habe, aber es war auf jeden Fall wichtig, die abzufeuern, weil... war da gerade in einer brenzligen Situation. Ausweichen! Und schnell sein. So, jetzt bitte noch ganz schnell ein weiteres Mal die Ulti aufladen. Oder auch hier mal ein Shieldback nutzen. Hälfte der Zeit ist abgelaufen, wir haben 300 Kills, 100 fehlen noch, okay. Ja, ich glaube, die Zeit ist im Rahmen aktuell. Das mit Stasis ist jetzt sehr gut. Auch für die Ulti. Ja, komm, zünde sie. Dann nehmen wir wenigstens die 2 damit. Oder dritte ist, das weiß ich gar nicht. Ah, der ist ein bisschen abseits. Okay, wenn der sich jetzt erstmal aus dem Kampf raushält, bin ich nicht unzufrieden. Ganz im Gegenteil. Das darf er gerne machen. Aber ich denke, wir müssen ihn auf jeden Fall noch bezwingen. Sonst werden die Kills nicht reichen. Aber das ist eine sehr spannende Mission. Aber auch auf einem hohen Level. Ich denke, alles, was so im 40er-Bereich abgeht, das ist halt High-Class-Shit. Mal sehen, ob es noch 50er-Missionen gibt. Ich denke schon. Also ich meine so 50 bis 60. Das kann ich mir noch vorstellen. Ich hoffe es zwar nicht. Aber, ja. So wird das wohl sein, ne? Ist halt auch die Frage, wie viel kommt da noch an Hauptstory? Lässt sich auch sehr schwer einschätzen. Genauso wenig, wie ich Astor einschätzen kann. Ich denke mal, es wird jetzt hauptsächlich um ihn gehen. Oh, fuck. Ich muss jetzt die Ulti zünden, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Aber Stasis-Modul hat nicht funktioniert. Und ich wollte den Gegentreffer verhindern. Da war das der einzige Ausweg. Jetzt noch schnell Stasis hinterher. Okay, Zeit ist im Rahmen. Wir haben jetzt noch über 3 Minuten. Der Offizier ist fast tot. Gebrochen und down. Okay. Ja, das muss es sein. Das muss es sein. Suchen wir schnell das letzte Gesindel. Oder spawnen da jetzt noch welche als Belohnung für den Sieg? Ansonsten sollte ich vielleicht im Sprint auch einfach mehr starke Angriffe spammen und nicht nur den Standard-Y-Move. Boah, als ob ich jetzt wirklich das letzte Stück Dreck hier noch aus dem Boden rausziehen muss. Wo sind denn die Gegner? Sowas finde ich halt Schwachsinn. Stellt euch vor, wir hätten etwas weniger Zeit. Wie bei der Titanen-Mission. Ist das dann fair, dass ich verliere, weil die sich da irgendwo auf der Karte verschanzt haben? Ja, jetzt kommen welche neu hinzu. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen random, oder? Verwirrt mich manchmal. Digga, was? Jetzt muss ich doch noch Super besiegen. Ja, der kommt noch nicht mal alleine. Was ist das hier für eine kranke Scheiße?
Die Zeit hat aber gestoppt, oder was? Ja, immerhin. Trotzdem crazy. Ich ignoriere seine Jäger-Offiziere jetzt gerade einfach mal komplett. Aber das zu Recht. Ich habe ein Level abbekommen und das im perfekten Moment, denn das füllt beide Spezialleisten auf. Also besser geht's ja nicht. Wobei der super wenig Schaden dadurch bekommt. Was zur Hölle? Warum ist das so brutal übertrieben? Vorsicht, der will gerade wieder angreifen. Komm, Bruch. Was? Wie hat er das denn gerade gemacht? Wir können froh sein, dass er sich so dumm anstellt. Und quasi chancenlos ist. Und hiermit nun auch besiegt. Ey, das war eine der schwierigsten Missionen bisher. Aha. Noch eine der längsten. Dang. Aber wir waren erfolgreich. Super. Okay, das schaltet keine weitere Riju-Mission frei. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich wirklich befürchtet hatte, da kommt noch etwas Krasseres. Aber das kann ja auch erst nach weiterem Abschluss einiger Hauptquests passieren. Daher nicht zu früh freuen. Machen wir mal ein paar einfachere, wie Eilige Hilfe. Stufe 22, geht klar. Und man kriegt hier coole Gegenstände. Wie zum Beispiel einen Sternsplitter und 400 Rubine. Ja! Wer braucht Hilfe? Wer es auch ist, ich bin zur Stelle. Okay, zuallererst den Sora-Hauptmännern helfen. Klar. Ich denke übrigens, wir werden auch einen großen Teil der Nebenmissionen zukünftig in Streams verarbeiten. Muss allerdings warten, bis mein Streaming-Problem sich erledigt hat. Da mein Internet ja bekanntlich, momentan nicht so läuft, wie es sollte. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann werde ich mit einem anderen Anbieter bald durchstarten. Und dann hat sich auch das erledigt. Wir gucken mal, ne? Stay tuned. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf den Weg. Die Kraft des Blitzes! Vorposten erobert. Und leckeres, wichtiges Zeugs erhalten. Ja, ich guck auch gleich nochmal, ob ich Riju vielleicht noch ein bisschen verstärken kann oder andere kleinere Aufgaben machen kann. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Oh, da sehe ich gerade auf der Karte, hier könnte ja sogar ein Krog versteckt sein. Oder warum geht es hier so seltsam nach oben in die Ecke? Oder da ist ein Bosskampf. Das könnte auch sein. Warum merke ich jetzt erst, dass sie ihre Robbe als Gleiter benutzt? Und vor allem, wie geht das? Das Ding muss doch einiges wiegen. Wie deine Mutter. Okay, der war jetzt unnötig. Egal. Dann demonstriere sie den Zuschauern. Indem du diesen blauen Moblin hier brutzelst.
hält aber ein bisschen mehr aus als der andere Exalfos-Gegner da. Jedoch habe ich natürlich keine Angst vor dir. Da muss schon was ganz anderes angetanzt kommen. So. Gekillt. Vorposten erobert. Weiter zum dritten. Damn, Bro, warum findet die so viel Zaumzeug immer? Also das ist ja ihre Waffe. Eigentlich ist es doch gar nicht so üblich, dass die Charaktere so viele Weapons finden, oder? Bei ihr fällt mir das bisher echt extrem auf. Allerdings nur Low-Budget-Shit. So ein goldenes Ding habe ich nur einmal bisher. Mal sehen, ob das sich bald ändert. Weil ich habe schon das Gefühl, es könnte noch mal eine etwas stärkere Waffe vertragen. Aber wir müssen auch bedenken, wir haben auf der Waffe noch keine Attribute und nichts draufgelegt. Ging ja nicht, weil du musst ja erstmal ein paar Waffen sammeln. Theoretisch geht das erst, ja, ungefähr nach der Mission. Ich muss mal gucken, was da so bei rumgekommen ist jetzt. Aber vorher kümmern wir uns um den letzten Posten und diesen Eismoblin hier. Ich hoffe stark, dass die Mission hiernach auch erledigt ist. Und nicht noch irgendeine Überraschung kommt. Aber man weiß ja nie. Stasis-Modul! Zack, zack, zack! Weiß nicht, soll ich die Ulti jetzt sparen? Ach, das sind ja zwei! Oh no! Waren das die ganze Zeit schon zwei? Oh, cool. Perfekt bei Landung Stasis-Modul noch gezündet. Und beide Schilde verletzt. Einen per Schmetter. Ah. Weggehauen. Ja, und der andere. Nee, ich hab keinen Stasis, ich hab keinen Stasis. Ja, komm, hau raus. Ulti! Gib ihm. Mit dem Blitz. Schade, kein Kill. Aber das hole ich nach. Während er elendig am Boden liegt und flett. Dieser Tritt in die Fresse, der ist so nice. Und tatsächlich ist das schon unser Sieg. Bestens. Ja, genau den Tritt meine ich. So, zeig mal her. Was haben wir denn für eine schöne Masse an Waffen besorgt? Ja, doch, das kann sich sehen lassen. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Angriffsreichweite werde ich bei ihr noch erhöhen. Ja, das ist ja ihre Stärke. Können wir dann nochmal ein bisschen mehr verbessern. Und normale Angriffe. Läuft. Eine gute Basis. Um für uns im nächsten Part weiterzumachen. Aber das knall ich rein. Der Babysitter von Kakariko. Die Shika-Kinder freuen sich über einen Ruhetag von ihrem ansonsten täglichen Training. Du hast versprochen, mit ihnen zu spielen. Bringe ihnen also Snacks, die sie sonst nicht bekommen. Ich habe es geschafft. Du hast eine Menge süße Snacks besorgt und den Ruhetag zusammen mit den Kindern verbracht. Morgen geht der harte Alltag weiter, doch heute tat das Faulenzen allen einfach nur gut. Und wisst ihr, was mir gut tun würde? Ein Abo und ein Like für mehr Hyrule Warriors. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.